Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. Wir sind genau da, wo die letzte Folge aufgehört hat. Alles steht in Flammen. Die Leute sind zwar gerettet, aber das heißt nichts, weil hier viele schöne Sachen abbrennen und das nervt mich. Das nervt mich sogar sehr. Ich höre hier irgendjemanden irgendwo was wegmachen. Genau, der Arnek, der bekämpft so ein bisschen die Flammen. Wirklich schaffen tut das nicht. Ja. Zumindest sind die Blutungen gestillt. Aber ihr seht, na, da kriegen sie nicht alles gerettet. Hier frisst sich das Feuer auch so ein bisschen nach vorne. Aber... gut, das kriegt Fritz hier halbwegs in den Griff. Ist aber auch ganz schön nervig, Feuer, ne? Oh, oh. Da muss man mal eben ganz schnell reagieren. Da wären 16 Bauteile verbrannt gewesen. Das wäre überhaupt nicht geil. Da. Ich hab immer so ein Pip. So ein komisches... ich weiß nicht, woher das kommt. Ich hoffe, das kommt nicht öfter. Ganz komisch. Na egal. Ist vielleicht auch Einbildung. Verwirrung Mike. Unterernährt. Ja, da kann man schon mal verwirrt sein, aber du bist anscheinend nicht verwirrt genug, um nichts zu essen zu finden. Glaubenskrise, Gambaro. Das ist gut. Übrigens weiß ich jetzt, warum der Berserker sehr unterernährt. Ja gut, kann ich verstehen. Läuft momentan alles so ein bisschen aus dem Ruder, ne? So. Ja, das ist das nächste Problem. Wir haben hier immer noch Bauteile. Müssen wir eben ganz schnell aufheben. So, der Rest ist eigentlich egal. Patrick Schmidt, der sich kaum bewegen kann, wird seine Wut an den Tieren auslassen. Ah, ich glaube nicht, dass du das wirst, mein Freund. Ah doch, ich glaube, du wirst es doch tun. Wie viele Tiere will er denn töten? Das Problem ist halt, dass er sich eventuell mit Nahkampfwaffen wehren wird, wenn wir ihn dann angreifen. Patrick Schmidt, wobei ich glaube nicht. Ich weiß, ich wird nicht angezeigt, ne, dass er die Waffe hat. So, wir lassen schön die Tiere in Ruhe, mein lieber Patrick. Schön die Tiere in Ruhe lassen. Schön die Tiere in Ruhe lassen, genau. Guter Patrick. So.
Haben wir hier irgendwelche Waffen? Nee, ne? Doch, da ein Trombone, aber das hatten wir vorher, glaube ich, schon drin, ne? Oh, das ist doof. Ich weiß gerade nicht, wo die ganzen Trombohörner sind. Aber das Trombone ist schon stark angeschlagen hier, das könnte es sein. Wir haben nur das. Wahrscheinlich liegt irgendwo noch ein Trombohorn rum, was jetzt verbrannt ist oder so. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, sieht momentan nicht gut aus, aber wenigstens ist das Feuer weg. Das ist ein Anfang. Ich glaube nicht, dass das sein Horn ist. Ach ja, bionische Wirbelsäule, genau. So, wer macht das mal? Der Fritz könnte das eigentlich machen. Nur erstmal füttern und dann kann er gleich operieren, würde ich sagen. Na, wobei, müssen wir warten. Oh, sind alle am Ausrasten. Starker Entspannungsmangel, ja. Wir sind fast alle gestorben, aber dein Entspannungsmangel, der ist jetzt wichtig. Was soll ich dazu sagen? So, hat geklappt. Sehr schön. Das heißt, Sebastian ist wieder im Rennen. Das ist sehr schön. Der lag sehr lange rum hier. Aber jetzt kann er wieder teilnehmen. Sehr schön. Und Henry ist, ja, 9 Tage immer noch. Ja, ich würde sagen, beliefern erstmal, damit wir hier gleich bauen können. Ich glaube, der Mike war das, ne? Der bauen kann. Bin mir gerade nicht sicher. Und wird er gleich rumheulen von wegen, ah, kein eigenes Zimmer. Und dann fängt er wieder der Scheiß von vorne an. Ne, habe ich keinen Bock drauf. Übrigens, wollte ich euch mal was erzählen. Das ist mir gerade so eingefallen. Im Hintergrund lassen wir es mal weiterlaufen. Und zwar habe ich gestern so mit einem Freund geredet und wir haben so ein bisschen über alte Zeiten geredet und über meine Anfangszeit im Stream, wo ich dann halt noch so ein MMO gespielt hatte. Und das war so ganz am Anfang, noch weit vor meinem YouTube-Kanal. Und da war dann immer so ein Typ und der war richtig unangenehm. Also richtig unangenehm. Nicht unangenehm, unangenehm, sondern richtig unangenehm. Und nicht mal, weil ich den einfach so von sich aus nicht mochte oder so. Nein, nein, nein. Das hat damit gar nichts zu tun. Oh, fuck. Das Monoschwert. Wo ist das Monoschwert? Ist das auch verbrannt? Oh, die haben meine ganzen Waffen verbrannt, Mann. Oh, ich hasse dieses Spiel manchmal. Oh, meine Waffe ist weg. Ist alles abgebrannt. Ne, hier vorne sind sie nämlich alle ohnmächtig geworden. Dann lag die Waffe da wahrscheinlich auch. Natürlich musste dann der Feuersturm durch Zufall auch die Waffe noch kaputt machen. Alles völlig zufällig. Wehe, hier nirgends im Inventar ist das drin. Nee. 3000 einfach. Ah, Monoschwert. Oh, ich hätte geflucht. Ich hätte so geflucht. Ich habe dran gedacht, das aufzusammeln. Oh mein Gott. Ich war kurz davor, mich richtig aufzuregen. Okay. Auf jeden Fall gab es so einen Typen, der war richtig unangenehm, einfach vom Verhalten her. Ne? Der war einfach arrogant
und selbstgefällig. Und hat die ganze Zeit über seine Guides auf YouTube gesprochen, obwohl das gar nicht sein Kanal war, ihn niemand danach gefragt hat. Und es war einfach unhöflich. Wenn ich ihn gefragt hätte, von mir aus, weil ich denke, hey, du bist ein cooler Kerl, ich möchte dich supporten, dann wäre das gar kein Problem gewesen. Dann wäre das überhaupt kein Problem gewesen und dann kann man sowas ja auch gerne machen. Ist ja auch gar kein Ding. Das Problem an der Geschichte ist, dass es halt nicht der Fall ist. Ne? Dann hat man ihn auch schon so leicht vorgewarnt, lass es doch einfach, und dann hat er nicht aufgehört. Und dann irgendwann hat man ihn halt gebannt. Und dann meinte er mal zu einem Kumpel, ja, und das muss man sich überlegen, er wäre der Bieter und er kennt alles und jeden. Und das ist ein Zitat oder ein halbes Zitat aus Sword Art Online, was ein Anime ist. Und keiner von diesen super komplexen, sondern es ist ein okay Anime. Ich persönlich feiere ihn jetzt nicht so, aber ist okay, aber auch eher nichts, sage ich mal, aus dem man jetzt unbedingt zitieren sollte, wenn man ernst genommen werden möchte. Und ja, das war schon so cringe, so ultra cringe. Und dann haben wir uns neulich, haben wir uns so drüber unterhalten und dann dachte ich so, mal gucken, was er so macht, ne? Ich gönne ja jedem sein Glück, also wir wollten es jetzt nicht über ihn lustig machen oder so, sondern wir wollten einfach mal gucken, was er so macht. Und ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe nur das Profil von einer Frau gefunden, wenn ich seinen Namen eingegeben habe. Und einige werden wahrscheinlich jetzt schon aufhorchen. Und ja, der werte Tobi ist mittlerweile Tabea. Habe ich ja an sich nichts gegen, ne? Ich habe auch überhaupt kein Problem mit Transleuten und so. Nur verstehe ich auch diese Wandlung nicht. Also jetzt zum Beispiel macht er so einen komplett auf nett und lieb und vorher halt einfach komplettes, arrogantes A, Punkt, Punkt, Punkt. Also diese Verhaltensänderung einfach so spontan. Da denke ich mir auch so, ne? Ist das jetzt real? Oder dann muss man sich wieder fragen, würde jemand wirklich, wenn es nicht real wäre, Hormone schlucken? Wahrscheinlich nicht. Ne? Und ein Arzt muss das ja auch feststellen, ob der jetzt wirklich, ne? Deswegen, also, das hat mich aber echt geschockt. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr kennt jemanden und ihr trefft ihn nach Jahren wieder. Zum Beispiel aus der Schulzeit und auf einmal ist das eine Frau oder ein Mann, je nachdem. Das ist natürlich erstmal ein Schock, ne? Ich meine, an sich kein Problem. Ich kenne zum Beispiel viele aus den Kommentaren, ein, zwei Leute sind auch trans. Ist ja überhaupt kein Ding, ne? Das stört mich auch gar nicht. Aber es ist schon ein Schock, wenn man die Leute halt als das andere kennt, als das andere Geschlecht und dann zack. Das fand ich schon ein bisschen schockierend. Aber wie gesagt, nicht auf einer Ebene von wegen abwertend, ja? Das möchte ich ganz klar hervorheben, weil diskriminiert werden sollte niemand. Meiner Meinung nach. So. Dick. Auf jeden Fall so diese Verhaltensänderung da. Keine Ahnung. Kann ich nachvollziehen. Das war für mich einfach so surreal, die ganze Situation irgendwie. Aber okay, wollte ich euch einfach mal erzählt haben. Ihr könnt mir ja ähnliche Geschichten gerne mal in die Kommentare posten. Oder eure Ansichten oder wie auch immer. Solange sie respektvoll formuliert sind. Ne, das ist, finde ich, ganz wichtig. Auch in dem Thema. Ist eigentlich immer wichtig. Ist scheißegal, um welches Thema es geht. Wobei ich sagen muss, auf meinem Kanal geht das fit. Also ich habe sehr wenig Leute, die sich im Ton vergreifen. Wirklich sehr wenig. Dann löscht den Kommentar, ist auch gut. Also, das ist eigentlich auch nie ein Problem. So gut wie nie. Und Sebastian Gerom ist erwacht. Wie wir eben festgestellt haben. Und gleich hat sich Patrick Schmidt rangeschmissen. Ja. Er hat sich gleich gegönnt hier. Übrigens ist er männlich und... So. Warum gibt es eigentlich... Habt ihr schon mal in RimWorld Homosexualität gesehen? Ich noch nicht. Oder hatten wir jemals eine homosexuelle Beziehung im Spiel? Ich glaube nicht, ne? Warum nicht?
Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das geht? Das würde mich interessieren. Und einen bionischen Arm, genau. Wir müssen jetzt erstmal die Leute ihre Extremitäten wiederherstellen. Stimmt, die sind ja alle kaputt. Stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Die ganzen Extremitäten sind hier ab. Bionische Beine brauchen wir, bionische Arme, wir brauchen so viel. Wir haben aber hier, glaube ich, gar keine... Doch, da, zwei Stück noch. Das wird nicht reichen. Na, wir können die Bauteile noch nicht herstellen. Die müssen wir erforschen. Sollten wir auch tun. Können wir erstmal noch kaufen, aber... Arnik, mein lieber Arnik, geh mal handeln. Ich würde mal sagen, so 100. Erstmal. Gut, hat sich auch gelohnt. Oh, mal sehen, ob wir das heute hinkriegen mit den Armen und den Beinen. Wir müssen eigentlich einkaufen gehen, ne? Für Staubmäntel schon wieder. Mal gucken. Ich glaube, wir haben hier gerade eine Lösung für unser Problem gefunden. Und zwar ein Großhändler. Oh ja, der hat... Oh, ein Hightech-Bauteil. Wow, sei bloß nicht zu großzügig, RimWorld. Es könnte mir ja helfen. Okay, Stahl können wir auch kaufen. Plastahl braucht man nicht unbedingt, da haben wir genug von. Einen bionischen Arm, ja, den können wir nur verkaufen. Schocklanze. Vogelleder, Hundeleder. Nee, machen wir noch. Ja, den Hengst kann man verkaufen, haben wir eben bekommen. Und da wir keine Stude haben, ist es auch unnütz, einen zu halten. Drei Dromedar-Männchen. Na, können wir zwei vom Verkaufen eigentlich. Auch davon ein. Und die Kälber können auch weg. Ich meine, die vermehren sich wirklich wie die Karnickel. Also, als ob die... Ja gut, das sind Tiere, die haben den ganzen Tag wirklich nichts anderes zu tun. Aber den ganzen Tag nur wegstecken, ne? Ich meine, du hast wirklich das Gefühl, dass die am Tag nichts anderes machen. Neuer Rekrut, Camparo. Sehr schön. Der erste ist angeworben. Einer von uns. Einer von uns. Jetzt brauchen wir noch zwei Schutzwesten, zwei Schutzjacken, zwei Schutzhosen und zwei Schutzhelme. Und die Schutzhelme können wir aus Plastahl machen. Wir können auch mal ein bisschen da machen, damit wir ein bisschen mehr Plastahl kriegen. Und... Hier haben wir noch 5 Tage, 11 Tage, also sind auch bald draußen. Sebastian ist halt auch wieder am Start, was ich sehr schön finde. Hier haben wir, ja gut, ist ein Parker, also ist alles okay. Übrigens weiß ich jetzt genau, wollte ich noch sagen, warum der hier so viel Widerstand hatte. Weil der irgendwie hoch im Rang ist oder so. Berserkermeister, genau, Basiswiderstand, das liegt irgendwie am Rang von den Leuten. Also wenn die besonders hoch vom Rang sind in ihrer Kolonie, beziehungsweise ihrem... Sekunde.
Danke. Naja, den will ich ja nicht in der Nähe haben. Das gefällt mir nicht. Hier muss alles neu gemacht werden. Ich bin so froh, wenn Patrick da ist, ne? Ohne Witz, ey. Mr. Schwind wird uns sowas von retten. Henry meine ich. Bin sehr froh, wenn Henry da ist. So. Forschen geht auch weiter, erweiterte Fabrikation. Alles geht seinen Weg. Wisst ihr, was ich an Fritz heftig finde? Oh. Ich finde an Fritz heftig, dass der ständig zusammenbricht. Ständig. Jetzt auf einmal, weil er starken Entspannungsmangel hat, obwohl er schon sau viele Stunden Entspannung hat. Mehr als die anderen. Und jetzt haben wir ein Problem, weil überall auf der Karte, wie Christbaumschmuck, sind hier Leute verteilt. Aber wir haben schon 21 Minuten, deswegen wird das jetzt ein Cliffhanger werden. Also bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Es tut mir wirklich leid, aber ich sag euch zumindest, wie viele es sind, ja. Nicht die Meerschweinchen. Oder kann ich das hier sehen? Ne, kann ich nicht sehen. Kann es auch nicht anwählen gerade, aber. Vierzehn, wenn ich mich nicht verzählt habe. 14 Angreifer. Kriegen wir hin, denke ich, aber wird lästig, weil einmal hier unten, wir haben. Ja, gut, wir haben. Verteidigung ist wieder oben. Das kriegen wir hin. Wir wissen auch nicht, wie stark die sein werden. Da bin ich mal gespannt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.